Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect. Wir sind noch auf der Normandy und wollen jetzt mit Tali quatschen, die ja auch neu an Bord ist. Das ist ein erstaunliches Schiff, Shepard. So einen Antriebskern habe ich noch nie gesehen. Kaum zu glauben, dass er in ein so kleines Schiff passt. Langsam verstehe ich, warum Sie Menschen so erfolgreich sind. Ich hatte keine Ahnung, dass die Schiffe der Allianz so fortschrittlich sind. Die Normandy ist ein Prototyp, neueste Technologie. Noch vor einem Monat habe ich eine selbstgebastelte Kraftstoffleitung in ein schrottreifes Schleppschiff der Flottille eingebaut. Und jetzt bin ich an Bord eines der fortschrittlichsten Schiffe des Zitadellsektors. Ich möchte Ihnen nochmals danken, dass Sie mich an Bord genommen haben. Mit dem Aufenthalt auf einem Schiff wie diesem wird für mich ein Traum wahr. Ich finde es eher beeindruckend, wenn jemand wie Tali es schafft, ein schrottreifes Schiff wieder zum Laufen zu bringen, als wenn eine Allianz ein neues Schiff baut, so, wo vielleicht sehr neue Technologie drin ist, was vielleicht auch im ersten Moment relativ schwierig ist, weil Prototypen haben ja immer meistens Wehwehchen. Aber ich persönlich finde es beeindruckender, wenn man eigentlich etwas, was schon gefühlt kaputt ist oder als nicht mehr reparabel gilt, wieder zum Laufen zu bringen. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie ein solches Interesse an Schiffen haben. Das haben alle Quarianer. Die Migrantenflotte ist der Schlüssel zum Überleben für mein Volk. Schiffe sind unsere wertvollste Ressource. Aber über so ein Schiff verfügen wir nicht. Wir müssen uns mit ausgestoßenen und abgelegter Ausrüstung zufrieden geben. Wir versuchen sie einfach so lange wie möglich zu nutzen. Einige Schiffe unserer Flotte stammen noch aus der Zeit, als wir vor den Geth geflüchtet sind. Das ist einfach unglaublich, dass einige Schiffe in ihrer Flotte 300 Jahre alt sind. Sie werden ununterbrochen repariert, modifiziert und neu ausgerüstet. Sie sind nicht gerade hübsch, aber sie machen ihren Job. Meistens jedenfalls. Wir haben versucht, unsere Flottille so unabhängig wie möglich zu gestalten. Wir bauen unsere eigene Nahrung an und fördern und verarbeiten unseren eigenen Kraftstoff. Aber einige Sachen können wir nicht selbst herstellen. Für Arbeiten zur Sicherung der Hüllen benötigen wir Rohstoffe, die wir nicht haben. Daher sind unsere Pilgerreisen auch so wichtig. Ich muss sagen, ich finde das total interessant. Die Varianer sind ja jetzt mittlerweile eher so ein Nomadenvolk. Und wie sie schon sagt, sie versuchen komplett selbstständig zu sein. Das finde ich eigentlich recht interessant, wie man das hinbekommt. So kleine Überlebenskünstler sind das. Erzählen Sie mir etwas von Ihrem Volk. Wir haben kein einfaches Leben. Die Ressourcen sind knapp. Deswegen müssen wir immer weiterreisen. Alles, was wir tun, muss auch dem Wohl der Migrantenflotte dienen. In der Flottille leben 17 Millionen Quarianer. Um zu überleben, müssen wir uns aufeinander verlassen können. In meinem Volk herrscht ein großer Zusammenhalt. Leider mussten wir viele Freiheiten und zivilisatorische Selbstverständlichkeiten aufgeben, die andere Völker für sich als selbstverständlich erachten. Ja, ich denke, das macht auch dieses Leben der Quarianer relativ interessant, weil wir Menschen zum Beispiel sind ja ein eher sesshaftes Volk. Also wir haben unseren Wohnsitz sozusagen und rücken davon selten ab. Und ich denke, es ist für uns relativ schwer, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn man immer nur auf Tour ist quasi. Daher sind, glaube ich, solche Lebensweisen für uns relativ interessant, beziehungsweise ich finde es interessant. Ich will nicht für alle sprechen, aber ich finde sowas interessant, weil ich es persönlich, oder ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, immer an einem anderen Ort zu leben. Was für Freiheiten? Es ist zum Beispiel per Gesetz verboten, dass Eltern mehr als ein Kind haben. Wenn unsere Bevölkerung zu stark wächst, würde das unsere Ressourcen überfordern. Andererseits können wir auch nicht zulassen, dass unser Volk zu klein wird. Wenn unsere Bevölkerungszahlen zu sehr schwinden, wird das Ein-Kind-Gesetz zeitweilig aufgehoben. Wenn unsere Bevölkerungszahl dramatisch fällt, werden die Leute sogar ermutigt, möglichst viele Kinder zu bekommen. Aber eine solche Weisung hat das Konzil schon seit fast 100 Jahren nicht mehr ausgegeben. Ich finde diese Weisung auch sehr... Ja, ich weiß nicht, ob die sich so leicht umsetzen lässt, so nach dem Motto, bekommt mehr Kinder.
Nennen Sie so Ihre Regierung? Das Konzil ist der Zivilbereich unserer Regierung. Jedes Schiff kann einen Repräsentanten wählen, der im Konzil an Entscheidungen mitwirkt, die die ganze Flotte betreffen. Bei Angelegenheiten, die nur ein einzelnes Schiff betreffen, hat natürlich der Captain das letzte Wort. Diese Tradition geht zurück auf die Zeit, als die Flotte noch unter Kriegsrecht stand. Glücklicherweise sind unsere Captains heutzutage umsichtig genug, ihre Crew Konzilrepräsentanten wählen zu lassen, die sie beraten. Dann liegt die Macht bei den offiziell gewählten Repräsentanten? Zumindest wird es so gehandhabt. Das Konzil und die jeweiligen Repräsentanten der Schiffe legen die Regeln fest, die unser alltägliches Leben bestimmen. Aber theoretisch herrscht immer noch das Kriegsrecht. Die 5 höchstrangigen Militäroffiziellen stellen den Admiralitätsrat. Diese 5 Personen haben in Notfällen die Autorität, alle Entscheidungen des Konzils zu überstimmen. Dafür muss die Admiralität zu einer einstimmigen Entscheidung kommen. Und sie können eine solche Entscheidung nur einmal treffen. Danach müssen die Mitglieder des Admiralitätsrates zurücktreten. Eine Verfahrensschutzmaßnahme, die sich bewährt hat. In fast 3 Jahrhunderten hat der Admiralitätsrat nur 4-mal die Entscheidungen des Konzils überstimmt. Das ist echt eine geringe Rate. Aber so scheint ja die Politik der Quarianer aufzugehen. Der Geht. Ich möchte mehr über die Geht erfahren. Ich kann Ihnen kaum mehr über die Geht erzählen, als Sie ohnehin schon wissen. Es ist fast 300 Jahre her, dass Sie mein Volk ins Exil getrieben haben. Ich kenne nur die Geschichte Ihrer Herkunft, was Sie waren, als wir Sie erschufen, und wie Sie sich gegen uns gewendet haben. Interessant. Die Geht wurden ursprünglich als automatisierte Arbeitshelfer erschaffen. Zu Beginn war ihre Intelligenz auf die üblichen VI-Fähigkeiten begrenzt. Mit der Zeit haben wir einige Modifikationen an ihnen vorgenommen, damit sie andere und komplexere Tätigkeiten ausführen konnten. Damit erreichten sie zunehmend den Status echter KI-Programme. Warum hat der Rat nicht eingegriffen und sie aufgehalten? Es war keine KI-Forschung im eigentlichen Sinn. Wir haben am Rande der Forschungsgesetze gearbeitet, aber nie dagegen verstoßen. Die Modifikationen waren so geringfügig, dass wir sie unter Kontrolle hatten. Dachten wir zumindest. Aber wir hatten die Konsequenzen des neuralen Netzwerkes unterschätzt. 1 Million gleichzeitig denkender Geht schuf eine inhärente, instabile Matrix. Die Geht unterhalten ein Intelligenznetzwerk? Viele der Logiksysteme der Geht waren darauf ausgelegt, mit anderen Geht in der Nähe zu kooperieren. Das heißt, je größer eine Gruppe war, desto intelligenter war sie. Dann stellen Sie zusammen ein Gemeinschaftswesen dar? Nein, das ist so nicht richtig. Sie können keine einzelnen Daten oder Informationen austauschen, die Sie wahrnehmen. Auf so viele gleichzeitige Eingaben ist Ihre Programmierung nicht ausgelegt. Jeder Geht ist auf seine eigene Wahrnehmung und Identität beschränkt. Das neurale Netzwerk können Sie nur für bestimmte Prozesse nutzen. Man könnte es die künstliche Entsprechung eines Unterbewusstseins nennen. Wenn Sie in unmittelbarer Umgebung auf andere Geht treffen, können Sie aber bestimmte niedere Prozessfunktionen koordinieren und mehr Kapazitäten für eigene oder individuelle Gedanken schaffen. Warum haben sich die Geht gegen Sie gewendet? Je mehr wir von ihnen bauten, desto ausgeprägter und abstrakter wurde ihre tatsächliche Intelligenz. Eines Tages fragte ein Geht seinen quarianischen Aufseher nach der Natur seiner eigenen Existenz. Lebe ich? Warum bin ich hier? Wie lautet meine Berufung? Wie Sie sich vorstellen können, löste das eine Panik in meinem Volk aus. Was haben Sie getan? Es war abzusehen, dass diese neuen, bewusstseinsfähigen Geht sich gegen ihre Situation auflehnen würden. Wir wussten, dass sie einen Aufstand gegen uns starten würden. Also haben wir zuerst reagiert. Es wurde eine allgemeine Order an alle quarianisch kontrollierten Systeme geschickt, alle Geht permanent zu deaktivieren. Die Geht haben sich gegen diese Order gewaltsam aufgelehnt. Man kann ihnen nicht verübeln, dass sie um ihr Überleben gekämpft haben. Wir hatten keine Wahl. Die Geht waren kurz davor zu rebellieren. Durch schnelles Eingreifen hätten wir den Krieg beenden können, bevor er überhaupt begonnen hätte. Wir hatten gehofft, dass die meisten Geht noch immer nur wenig intelligenter als Maschinen waren und keinen Widerstand organisieren konnten. Aber sie hatten sich viel weiterentwickelt, als wir es angenommen hatten. Es gab einen langen, blutigen Krieg. Sie haben viele Millionen Quarianer umgebracht. Am Ende wurden wir gezwungen, mit unserer Flotte zu fliehen und die Heimatwelt zu verlassen. Wir hatten zunächst befürchtet, dass die Geht uns verfolgen würden. Aber sie haben den Nebel nie verlassen.
Und jetzt treiben wir als Exilanten durch das Weltall und suchen nach einem Weg, uns das zurückzuholen, was wir verloren haben. Auch eine krasse Geschichte, ne? Ich finde es bisher relativ interessant, dass wenn es um KI geht, hier ist das ja nur relativ grob angerissenes Thema, dass das immer eine dystopische Ansicht ist, also dass irgendwann die KI den Menschen sozusagen überrennt, beziehungsweise den Menschen austrickst. Ich würde mich mal freuen, wenn es vielleicht eine andere Interpretation beziehungsweise eine andere Sichtweise geben würde in Spielen, Filmen, Büchern etc., wo es vielleicht mal, also ich kenne persönlich nichts, ich habe jetzt aber auch nicht explizit danach gesucht, wo es dann halt mal darum geht, dass die KI vielleicht also sie darf ja gerne intelligenter als der Mensch sein, aber dass das vielleicht mal in der positiveren Weise ausgedrückt wird, dass vielleicht eine KI eher dem Menschen hilft, anstatt ihn zu unterjochen. Vielleicht gibt es sowas schon. Wir werden es sehen. Oder ich werde es sehen. Also vielleicht kennt ihr ja irgendwelche Darstellungen in Literatur oder Film oder sonst was, wo es halt mal nicht dystopisch ist. Ich möchte mehr über Ihre Pilgerreise erfahren. Wenn wir erwachsen werden, verlassen wir unsere Geburtsschiffe und müssen uns eine neue Crew suchen. Damit sichern wir die genetische Vielfalt innerhalb der Flotte. Aber die Schiffe nehmen niemanden, der ihnen nur zur Last fallen würde. Deswegen gehen wir auf Pilgerreise, um unseren Wert zu beweisen. Wir gehen allein und lassen die Flottille und die Familien zurück. Wir kehren nur zurück, wenn wir etwas Wertvolles gefunden haben, das wir zur Flotte zurückbringen können. Diesen Fund übergeben wir dann dem Captain des Schiffes, auf dem wir heimisch werden möchten. Wenn das Geschenk angenommen wird, werden wir Mitglied der Crew. Kann ein Captain ein solches Geschenk auch ablehnen? Das kommt nicht sehr oft vor. Die meisten Captains sind darauf bedacht, ihre Crew und damit auch ihr eigenes Ansehen in der Gesellschaft zu vergrößern. Normalerweise würde ein Captain auch ein weniger wertvolles Geschenk annehmen, als Teil der Tradition. Aber wer ein Geschenk unter Wert mitbringt, genießt einen schlechten Ruf. Das ist keine besonders kluge Methode, Eindruck auf seine neue Crew zu machen. Die meisten Pilger kehren nicht zurück, bis sie etwas Wertvolles gefunden haben. Ich finde es unverantwortlich, dass Sie alleine gehen mussten. Wir werden nicht einfach herausgeworfen. Man bringt uns bei, wie wir außerhalb der Flottille überleben können und gibt uns hilfreiche Geschenke mit auf den Weg. Wir erhalten auch wertvolle Implantate gegen Krankheiten. Weil wir seit Generationen in einer isolierten und vollständig kontrollierten Umgebung leben, haben wir ein besonders schwaches Immunsystem. Wenn wir die Flotte verlassen, sind wir gut auf die Pilgerreise vorbereitet. Diese Sache stellt einen Übergangsritus für alle Quarianer dar. Wenn es gefährlich wäre, würden wir unsere Bevölkerungszahl schwächen. Fast alle Pilgerreisen enden mit einer triumphalen Heimkehr und einer Feierlichkeit zur Präsentation des Geschenks an den jeweiligen Flottenkapitän. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Zum Beispiel? Okay, wir haben mit Tali alles durchgequatscht. Ja. War ein langes Gespräch mit ihr. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Länger als mit den anderen Mitgliedern bisher. Hey, Commander, wissen Sie was? Diese Quarianerin, Tali, sie kommt andauernd hier unten vorbei und fragt mich nach dem Schiffsantrieb. Ich werde ihr sagen, dass sie in Ruhe lassen soll. Was? Nein, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ich wünschte, meine Leute wären nur halb so clever wie sie. Noch einen Monat an Bord und sie wird sich besser mit dem Antrieb auskennen als ich. Sie hatte ein außerordentliches technisches Talent. Kann schon verstehen, warum sie an Bord genommen haben. Gute Arbeit. Ups. Weitermachen, Eric. Ich wollte noch sagen, ja, dass es eine Bereicherung ist. Können wir das nochmal? Was kann ich für Sie tun, Commander? Nee, können wir nicht. Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Jawohl, Commander. Vermasselt. Okay, wir haben mit einem gesprochen. Dann gucken wir jetzt mal unser Inventar durch. Wie voll sind wir denn eigentlich? Sehe ich das irgendwo? Sieht man nicht die Anzahl, wie viel man mit hat? Anscheinend sind wir gar nicht so voll. Bitte die richtige Tasten drücken. Ich guck mal kurz bei den Schränken, ob wir wirklich nur so wenig mit haben.
Okay, Ashley hat Banshee 3. Könnten wir eigentlich lassen? Kessler 1. Kann Ashley mehrere, also bis auf Schrotflinte alles tragen? Ach ja, der gute Kaidan wird wahrscheinlich nur Pistole nutzen. Wir gucken erstmal für uns durch. Wir brauchen keinen. Wir haben eine Schrotflinte, brauchen wir eine bessere? Nein. Okay, dann können wir uns hier weiter ausrüsten. Oder haben wir noch einen Bioverstärker? Ach, da weiß ich ja immer noch nicht, wie ich das so machen will, ne? Okay. So, Kaidan lassen wir erstmal. Garrus. Garrus spielt mit Sturmgewehr und Präzisionsgewehr, bin ich der Meinung. Dann kriegt er auf jeden Fall mal Reaper. Und die Avenger. Haben wir ein paar Mods. Großkaliberlauf, was macht der? Mehr Schaden. Könnten wir eigentlich mal aufs Präzisionsgewehr machen. Welchen Kampfsensor haben wir denn drauf? Das ist der Rückstoßdämpfer. Haben wir nicht irgendwo einen Kampfsensor drauf? Hier haben wir zwei. Dann machen wir hier mal drei drauf. Und dann kriegt Brex noch einen. Todflinte haben wir keine. Pistole wird er wahrscheinlich eher nicht schießen. Und Tali, die spielt auch mit Schrotflinte. Ey, wenn wir Rex mitnehmen, Tali und wir, dann sind wir wieder die Schrotflinten-Gang. Ich finde das so krass. in meinem ersten Spieldurchlauf hatte ich selten Schrotflinte mit. Okay, Rex hatte ich oft mit. Aber hier ist das irgendwie gang und gäbe. Ich drücke schon wieder die falschen Tasten. Okay, so viel ausrüsten konnten wir gar nicht. Aber wir können ja mal gucken, ob der Typ jetzt neue Sachen hat. Wie viel Universalgel haben wir? Ich werde mal alles zu Universalgel machen oder lieber verkaufen. Ich weiß es nicht. Brauchen Sie Vorräte? Ja, ja. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. So, muss ich ihm eigentlich die Sachen noch geben? Brauchen Sie Vorräte? Untersuchen? Was für Lizenzen? Wozu die Hersteller haben? Vergeben... Ich habe... Viele der besten Lizenzen sind schwer zu bekommen, aber sie rentieren sich immer, wenn man sie bekommt. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Okay. Sehr gern, Commander. Schauen wir mal, was es gibt. Ja, die brauchen wir nicht. Leicht. Quariana. Kann man vergleichen? Man kann vergleichen. Wir haben gerade Skorpion an Duelist. Ja, Mittelschwer können wir leider ja noch nicht tragen. Da möchte ich mich aber relativ schnell hin. Wie teuer ist die? Ach, schon relativ teuer. Sonst hätte ich das Tali mal gegeben. Duelist 3. Okay, ist zu teuer. Können wir uns nicht leisten. Dann können wir uns das hier oben auch alles nicht leisten. Das holen wir uns dann später, ne? Ausrüstung für Spectre. So, dann verkaufen wir doch einfach mal das. Das. Oh, Giftziegel. Ich muss nochmal Munition durchgucken. Das vergesse ich immer, die ganzen Upgrades. Okay.
Dann gucken wir schnell nochmal Upgrades durch. Erstmal bei uns. Wir spielen mit denen. Wir haben Reißer 1. Hätte ich gerne Reißer 2. Was haben wir hier? Phasenmunition. Finde ich chemisch eigentlich besser. Was haben wir? Schildboost? Haben wir Schildboost? Schildbatterie. Was ist denn Schildregenerator? Ach, das regeneriert sich. Ja, sagt das Dings eigentlich. Nee, dann möchte ich Schildbatterie behalten. Warum drücke ich denn immer die falsche Taste zum Gehen? Was ist denn heute los? So, Tali. Kriegt mal auf die Schrotflinte. Nehmen wir einfach mal einen Kampfsensor. Kann nicht schaden. Nochmal ein Reißer. Speziell mit Pistole. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Universalwerkzeug. Rüstungsupgrade. Ein paar mehr Schilde sind, glaube ich, nicht schlecht. Ich weiß, dass ich bei mir Tali dabei hatte und die ist immer relativ schnell umgekippt. Das ist auch einfach mal ein Kampfsensor. Was macht Hammer nochmal? Waffenwirkung, ja. Nehmen wir. Schildregeneration. Schmetterschaden, ja, das können wir auch mal nehmen, oder? Nee, das nehmen wir mal. So krass viel haben wir jetzt gerade nicht. Das heißt, ich baue erstmal alles ein, was geht. Hier geht nichts mehr. Aber hier. Schildumgehung. Und hier haben wir schon das. Das ist der Lauf, ne? Dann nehmen wir panzerbrechend auf ein Präzisionsgewehr. Abkühlreduzierung. Kaidan. Ich glaube, ich nehme meine menschlichen Begleiter relativ selten mit. Ja, da lasse ich es erstmal. Weil ich bin der Meinung, ich nehme eher die Aliens mit als die Menschen. Ja, dann passt das ja von der Folge. Wir düsen mal hoch. Hören uns noch 2, 3 Codex-Einträge an. Und gucken in der nächsten Folge, wo es denn hingeht. Dann gibt es wieder ein bisschen Action. Wobei ich gedacht hätte, wir verbringen hier ein bisschen mehr Zeit, aber da wir schon mit Kaidan und Ashley gequatscht hatten, ich habe mal nachgeguckt, das war irgendwie Folge 5 oder 6, also ein bisschen länger her schon, hat sich das hier relativ zügig erledigt. So, Codex. Für alle, die das jetzt nicht sehen wollen, ne, ihr wisst Bescheid, den wünsche ich schon mal einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Und den anderen noch viel Spaß jetzt hier bei den Codex-Einträgen. Wir machen bei Technologie weiter. Passt ja gerade zu Tali. Biotik und alles. Bezeichnet diese. Eine künstliche Intelligenz ist ein bewusstseinsfähiges Computersystem, das neue Dinge lernen und selbstständige Entscheidungen treffen kann. Für die Erschaffung einer bewusstseinsfähigen KI werden ein adaptiver Code, ein aufwendiges und gesteuertes Lernsystem und ein spezieller Quantencomputer, eine sogenannte Blue Box, benötigt. Eine KI kann nicht über Kommunikationskanäle oder Computernetzwerke übermittelt werden. Ohne die Blue Box stellt eine KI nur eine Ansammlung von Dateien dar. Durch das Laden dieser Dateien entsteht eine neue Persönlichkeit, wobei die verschiedenen Möglichkeiten bei der Verarbeitung mit der neuen Quantenhardware für unvorhersehbare Resultate sorgen können. Die Geschichte der Geth dient als warnendes Beispiel für die Gefahren durch eine unkontrollierte KI. Solche KI-Formen gelten im Zitadell-Sektor als illegal. Allerdings vertreten bestimmte Interessengruppen die Meinung, dass eine KI ein Lebewesen mit den gleichen Rechten wie organische Lebewesen sei. Diese Gruppen behaupten, dass die fortgesetzte Nutzung des Begriffs künstlich eine rassistische Herabsetzung von Seiten der organischen Lebensformen darstelle. Sie selbst bevorzugen den Begriff synthetisch. Okay, entschuldige, da habe ich vergessen mitzuscrollen. Und nochmal die VI. Eine virtuelle Intelligenz ist die fortschrittlichste Form einer Benutzeroberflächensoftware.
Die VI-Technik nutzt eine Vielfalt von Funktionen, um natürliche Gespräche zu simulieren. Dazu zählen auch Audioausgabe und eine interaktive Avatar-Persönlichkeit. Eine VI kann zwar auf überzeugende Weise ihr Wissen vermitteln, verfügt aber über kein Bewusstsein, ist nicht lernfähig und kann keine eigenen Entscheidungen treffen. VIs werden als Betriebssysteme für Computer für kommerzielle Zwecke oder Heimanwendungen eingesetzt. Es kommen auch sogenannte minimale VI-Agenten zum Einsatz. Diese Agenten sind kompakte und spezielle Anwendungen. Sie dienen als persönliche Assistenten, verwalten Anrufe und koordinieren Termine nach den Vorgaben des Anwenders. Andere Anwendungen funktionieren wie Suchmaschinen, die selbstständig im Extranet nach den angeforderten Daten suchen. Kommerzielle VIs mit verschiedensten Anwendungsprofilen sind bei jedem Softwarehändler erhältlich. Fortschrittliche Firmen und engagierte Einzelpersonen entwickeln dagegen individuelle VIs. Auch wenn die Nachahmung lebender Personen verboten ist, werden häufig berühmte historische Persönlichkeiten als Vorlage eingesetzt. So, und zum Schluss noch das Universalwerkzeug. Dann haben wir den Reiter Technologie abgeschlossen. Universalwerkzeuge sind Handgeräte, die eine Kombination aus einem Mikrocomputer, einem Analysesensor und einem Allzweckwerkzeug darstellen. Mit den hochpraktischen und verlässlichen Universalwerkzeugen kann die Funktionalität der meisten Standardausrüstungen, unter anderem auch Waffen und Panzerungen, aus der Distanz analysiert und beeinflusst werden. Mit dem Fabrikationsmodul lassen sich zum Beispiel dreidimensionale Objekte aus gewöhnlichen Plastik, Keramik oder Leichtmetallresten anfertigen. So lassen sich mitten im Kampfgeschehen Reparaturen und Modifikationen fast aller Standardgegenstände vornehmen und aufgesammelte Ausrüstung neu verwenden. Universalwerkzeuge zählen bei Soldaten und Koloniepionieren zur Standardausrüstung. So, dann haben wir das geschafft. Technologie ist durch. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Da haben wir alles anscheinend gehört. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.